الرحمن الرحيم. Jetzt kommt ein neuer Nachhirt, ein neuer Auslöscher der Gebetswaschung. Es geht jetzt um den Verzehr von Kamelfleisch. Und das könnt ihr euch auch vielleicht merken oder notieren. Dies zählt auch zu den Mufradat al-Madhhab, zu den alleinigen Ansichten in der Madhhab. Der Muallif sagte: Und bei Muslim wurde über Jabir ibn Samura überliefert, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte: Sollen wir wegen dem Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung vollziehen? Er, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erwiderte und sagte: Ja, vollziehe die Gebetswaschung. Und das ist ein etwas längerer Hadith, welchen der Autor hier verkürzt erwähnt hat. Und vielleicht erwähnen wir kurz den ganzen Hadith, damit das Ganze noch deutlicher wird. Und zwar Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, berichtete, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte: Soll ich wegen dem Verzehr von Schafsfleisch die Gebetswaschung vollziehen? Er erwiderte: Ja, wenn du willst. Er fragte dann: Soll ich wegen dem Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung vollziehen? Er sagte: Ja. Also im ersten Fall sagte er: Ja, wenn du willst. Und beim Kamelfleisch ist es ein Befehl. Er sagte: Ja, vollziehe die Gebetswaschung.